sowie dem herzogbegangenen Gefolge darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Wir wollen Sie nun entführen entführen in die Vergangenheit, in die Welt des Rittertums, die nicht nur durch Minnesang und Minnelohn, sondern die vor allem durch verheerende Kreuzzüge, kriegerische Auseinandersetzungen und blutige Fehden geprägt war. Im 11. Jahrhundert war es, als Ritter Burgund zum ersten Mal Regeln für ihre Kämpfe aufstellten und so die Grundlage zu den späteren Turnieren gab. Das erste Turnier auf deutschem Boden fand im Jahre 1127 in Würzburg statt. Ritter Michael von Graf Rath. Ritter Klaus von Deisenhofen. Ritter Rainer von Adlerhorst. Ritter Georg. Da hinten ist die Unruhe, da taucht noch ein unbekannter Ritter auf, ganz in Schwarz. Er könnte also noch zugelassen werden. Was wird der Herzog entscheiden? Er weist ihm einen Platz an. Der unbekannte Ritter ist zugelassen. Alle anwesenden Ritter werden vom Herzog nun auf ihre Ehrenhaftigkeit und auf ihre turniergerechten Harnische und Waffen überprüft. Das Turnier kann nun beginnen. Mit verschiedenen Geschicklichkeitsübungen können sich die Ritter für den Lanzenkampf qualifizieren. Dabei wird nun zunächst ihre Genauigkeit im Umgang mit der Lanze geprüft. Hierzu steht ein Knappe mit zwei hochgehobenen Ringen auf dem Turnierfeld. Die Reiter müssen diese Ringe mit ihren Standarten im Galopp treffen. Die getroffenen Ringe werden nachher als Punkte gezählt. Und dann auf sie zu reiten. Diese Disziplin ist jetzt abgeschlossen. Die Ritter werden sich jetzt versammeln, um vor dem Herzog zu reiten. Währenddessen werden die Ringe ausgezielt. Der Herzog wird dann den Sieger verkünden. Natürlich kann es so kommen, dass vier Ritter die gleiche Anzahl von Treffern erzielt haben.
Wenn dies eintritt, müsste ein Stechen die Entscheidung herbeiführen. Da es hierfür nicht genügend freiwillige Sarazenen gab, wurden also an ihre Stelle Puppen eingeführt. Eine solche Puppe ist nun in der Mitte des Kampfplatzes aufgestellt worden. Sie stellten einen Sarazenen, den unsere Ritter in vollem Galopp versuchen, den Kopf abzuschlagen. Und der darauffolgende Ritter versucht, den Kopf aufzuschließen. Beides zählt jeweils einen Punkt. Und Dietrich von Falkenstein hat den Kopf aufgespießt und führte wie eine Trophäe von. Für vierte Kinder unter Ihnen, die wissen, wie schwer es ist, ein Pferd an menschlichen Gestalten heranzureiten. Nur edle Ritter zu Ruck zu Ross in ihren Absichten kämpften, graue Burschen, die nicht Besitz oder Lehen des Herzogs ihr eigen nennen konnten, kämpften zu Boden, wie sie gleich sehen werden. Applaus! Auf den Rüsten und so, dass das ganze graue Gurken sein.
Bei den früheren Turnieren eine für die Ritter höchst gefährliche Funktion zu erfüllen, die sie gleich sehen werden. Der einzelne Ritter diente zur Übung und Demonstration von Stoßkraft und Genauigkeit im Umgang mit der Lanze und der Schulung der Geschicklichkeit im Ausweichen vor dem gegnerischen Schlag. Am Arm einer drehbaren Puppe wurde mit einer eisernen Kette eine ebenfalls eiserne Kugel angebracht. Wenn der Ritter vorbeireiten, einfach zu groß ist. Der Herzog gibt das Zeichen. Und der Kampf beginnt. Ja, Fürst Dietrich hat es erwischt, aber man beachte auch, dass auch die Knappen nicht ungefährlich leben beim Sichern des Eisernen Quartetts. Wird der Michael von Graf Rat ohne Helm. Aber wenn das gut geht. Der Ritter Michael ist schon mal wirklich als alter Hort, den Glück hat. Es kommt ein. Aber es sollte nicht mehr sein lassen. Hey! Und Fürst Dietrich hat das Ziel aus dem Sattel gehoben, hoffentlich hat er ihn nicht verletzt. Aber nein, er schien auf den Beinen. Und Ritter Michael, und was macht der Knappe? Er tut den Kind einfach zur Seite drehen. Eieiei, das wird Ärger geben. Das wird, wenn der Ritter Michael von Graf Rat sieht, der schnaubt schon. Das wird Ärger geben. Und wieder hat es diesmal was Georg Freier von der Linie, den es aus dem Sattel gehoben hat. Aber auch er läuft schon wieder auf den Beinen. Dann fehlt gerade ganz geduldig noch. Und jetzt wieder mit der Mitte von Graf Rat. Und wieder dreht der Knabe das zur Seite. Und er macht sich sogar noch los über den Ritter. Das kann. Früher hat schon Ritter manchmal einen Knappen erschlagen, deswegen. Weil auch ein Knappe hat hier eine Turnierregel zu halten. Und die anderen Knappen stellen sich auch schon in den Weg. Das wird Ärger geben. Ja, Ritter Michael von Graf Rat wird jetzt die Bestrafung fordern. Ja. Und der Herzog sieht es auch so. Aufpassen! Er fordert die Bestrafung der Knappe vor aufs Fass. Das heißt, der Knappe wird jetzt also sich auf den Fass stellen müssen. Er wird ein Schild kriegen, fairerweise auch ein Helm. Denn Ritter Michael von Graf Rat wird jetzt mit der Lanze anreiten und ihn zur Strafe von diesem Fass stoßen. Also ich möchte da jetzt nicht auf diesem Fass dann stehen. Aber dieser Knappe hat ganz schön gut, Knappe immer noch. Mal schauen, ob er gleich noch lacht, dann wird der Michael jetzt anreitet.
Der hielt nicht einmal die Schild auf jetzt. Aber nein, ja. Hinter Michael hat ihn verpasst. Auch der schwarze Ritter stellt die Rede. Hier wird der Ritter wieder hier. Jetzt lacht mit der Mütze, er ist ein Kraftfahrt. Der schwarze Ritter, der unbekannte Ritter, macht jetzt auf eine Ehrenrunde. Ja, er scheint eigentlich festgeschlossen zu sein. Besonderer Beifall jetzt für diesen schwarzen Ritter. Nun wird das Schild auf dich gestatten. Dass die Schilde so ein bisschen schwarz verbrannt ausschauen, hat einen besonderen Grund. Beim Nachtturnier werden die Außenränder dieser Schilder mit einem Feuer bestückt und das schaut bei Nacht besonders schön aus. Nachdem die Ritter nun fast alle Turmfeuerjahrs im bisherigen Verlauf des Turniers hervorgegangen sind, muss eine Entscheidung für den Standartenreiten herbeigeführt werden. Bei dieser Geschicklichkeitsübung kommt es in erster Linie auf die Schnelligkeit der Pferde und ein präzises Vorbeireiten an den Knappen an. Wieder müssen die Pferde an die Menschen als Hindernis gewöhnt sein. Die Pferde dürfen nicht unsicher sein, denn es wäre ein Pferd im Galopp auf einen zurennt, der kann sich auch vorstellen, wie den Knappen zumute ist. Zudem gab es ausgesprochene Schlachtrösser, die darauf trainiert waren, den Feind einfach über den Haufen zu rennen. Man munkelt, dass Ritter Michael immer wieder mit solchen zu regelrechten Waffen ausgewählten Pferden auf den Turnierplätzen erscheint. Die Ritter reiten uns in den Turnierplatz und der Herzog gibt das Zeichen. Und? Und wieder hat Fürst Dietrich von Falkenstein gewonnen. Thank you.
Herzog erschienen und der Herzog weist ihnen die Lagerplätze zu. Die Ritter sind eingerüstet mit ihren Lampen. Und erfeuert den schwarzen Ritter. Ritter Klaus von Geisenhofen scheint sich verletzt zu haben. Die Knappen sind bei ihm. Der Herzog gibt das Zeichen, diesen Zweikampf hat der ungebrachte schwarze Ritter gewonnen. Der Herzog fordert Ritter Rainer vom Ackerhaus auf. Und auch er fordert den schwarzen Ritter zum Zweikampf heraus. Dieser Schaffer im Herzog. Gegen die Zeit. Der geschlagene Fürst Dietrich wird vom Platz getragen. Ich hoffe, es gibt ein paar edle Damen, die ihn jetzt. Waffe! Der Herzog sagt, dass die beiden ihren Streit austragen sollen. Das könnte natürlich auch passieren, dass Knappen aus gegnerischen Lagern in Streit gerieten und ein kleines Gemetzel austrug. Für Walter scheint diesen Zweikampf doch ein eindeutiger Stärkerer zu sein.
prüfen. Hier spürt man das knappe weitere Viertel. Und bei mir als Gegner, den schwarzen Ritter. Der schwarze Ritter. Der hat eine unheimliche Siegesserie heute beim ganzen Kampf. Ja, und er legt hier auf einer von der Linie aus dem Sattel. Ganz eindeutig zu ungleich war der Kampf. Der von der Linie scheint doch gerade getroffen zu sein.